Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video von der Murmansk, was ich bestritten habe. Und zwar ist die Murmansk ein Tier 5 Premium Schiff der Russen und ist unglaublich ähnlich zur Omaha mit dem C-Rumpf. Also von dem her, wer die Omaha mag, wird mit diesem Schiff seinen Heidenspaß haben. Und ja, wir springen jetzt einfach mal rein und gucken uns doch an, was hier so möglich ist. Ihr seht unten die T- und die Y-Taste. Also Y haben wir sogar einen Scout zur Verfügung, der uns dann ermöglicht, über noch etwas größere Reichweiten zu schießen. Eher ungewöhnlich für einen Kreuzer. Und das Sonar, es gibt keinerlei Option, die Flak zu verbessern mit der T-Taste. Also das ist leider nicht möglich. So, jetzt habe ich hier erstmal ein paar Kreise gedreht, weil mein Team noch nicht so wirklich nachgezogen ist. Dementsprechend fahre ich hier im Kreis, also da nicht wundern. So, aber jetzt ist die Miyugi und die andere Miyugi beide auch mal langsam am Start und dementsprechend geht es jetzt auch los und es wird Richtung Gegner gefahren, die B-Linie entlang. Da drüben die ersten Gegner offen und da ist auch schon eine gegnerische Murmansk. Da fliegen schon die ersten Schüsse. Das geht jetzt natürlich alles in Echtzeit. Also hier werde ich jetzt nicht mehr spulen, sondern wir schauen uns an, was hier mit der Murmansk so passiert. Schießt natürlich schon zurück, trifft mich auch besser als ich sie. Meine Schüsse sind immer gerade so am Nicht-Treffen. Also ein bisschen Pech zu Beginn dieser Runde, muss ich gestehen. Hier in dem Fall auf die Entfernung schieße ich noch mit HE. Da könnte man versuchen, mal den Gegner anzuzünden. Aber im Close Combat sollte man auf jeden Fall dann wieder auf AP wechseln. So, jetzt bekommt es wenigstens schon mal da die ersten Hits, die Murmansk. Und jetzt konnte ich das ja auch so treffen, dass er praktisch auch einen Ausfall zu beklagen hat. Also Ende des Tages gab es dann doch nochmal einen Hit. Und da jetzt eine Kuma. Dreht hier aber so in etwa ein bisschen ein, dass ich da jetzt nicht so drauf komme. Ein Ausfälle und ein Treffer, praktisch einmal die Torpedos hat er eingebüßt. Aber keinen Schaden. Jetzt konnte man sie in Brand stecken. Und man sieht, das Schöne an der Murmansk ist einfach die schnelle Schussfolge. So, jetzt lade ich auch auf AP, weil jetzt auf jeden Fall so die Möglichkeit gegeben ist, mir ein bisschen die Seite schmackhaft zu beschießen. Und dementsprechend gab es auch gleich 4 Zitadellentreffer. Und ist dann zerstört worden, aber 4 Zitadellentreffer ist schon allerhand. Wie gesagt, beim Replay in der Zielansicht habt ihr gerade gesehen, da kommt es ein bisschen zu kleinen Rucklern. Das ist einfach noch so, die Replay-Funktion ist noch nicht offiziell. Also seht es bitte nach. So, die Murmansk fahrt sich jetzt da am Kartenrand ein. Und dementsprechend ein bisschen immer vor die blaue Linie halten, weil sonst trefft ihr gar nichts. Aber man sieht, auch so treffe ich gerade nichts. So, und jetzt auf einmal, das ist mir dann sehr spät erst aufgefallen, dass hier so eine Minikasse an mich rangemacht hat. Die natürlich wieder mit HAE zu beschießen. Und jetzt habe ich ein bisschen ihre Geschwindigkeit unterschätzt. Dementsprechend fährt sie hier noch. Aber jetzt konnte ich sie dann final doch zerstören, auch wenn es nur ein Abstauber-Kill war. Aber den nimmt man halt auch mit. Die Murmansk kommt dann da drüben immer wieder näher, dreht aber auch schon ab, also ist jetzt auch schon wieder auf dem Rückweg. Aber wie ihr seht, ich habe hier das Flugzeug gerade am Start und dementsprechend kann ich auch, also den Scout, und dementsprechend kann ich auch hier weit wirken. Da kommen die Schüsse
Aber minimal dahinter. Also es ist mit der Murmansk so, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber ich treffe sie so ums Verrecken einfach nicht. So, der Scout ist wieder da, deswegen komme ich jetzt nicht mehr drauf. Aber vielleicht auch besser so, dass die Murmansk einfach da mal abhaut. Jetzt habe ich doch noch zwei Zieltreffer landen können, aber irgendwie, wie gesagt, ihr habt es gesehen. Die Murmansk war jetzt nicht so mein Gegner, der mir Spaß gemacht hat. Dafür kommt da jetzt eine St. Louis. Und natürlich wird hier jetzt drauf gehalten. St. Louis ist relativ gut gepanzert. Aber auch hier kriegen wir den Kill. Das erste Flugzeug. Und ich gehe aber auf die Kuma. Kuma ist recht schnell. Ein bisschen ein unangenehmer Sniper. Zumindest sollte man ihn so spielen. Aber man sieht, erste Zitadelle. Jetzt hat es ein bisschen eingeschlagen. Dementsprechend muss ich danach justieren. Noch eine Zitadelle. Und noch eine. Und weg ist sie. Somit 5 Zitadellentreffer. Jetzt bin ich schon bei 10. Also das läuft in dem Gefecht, wenn ich treffe, dann ganz gut. Und jetzt hier die Minikase. Einfach mal Torpedos dahin feuern, dass er da so ein bisschen den Fluchtweg abgeschnitten bekommt. Aufgrund des Rauchs ist er zugegangen, aber sie hat ihre Torpedos gar nicht so gut geschossen. Dementsprechend können wir da einfach ganz entspannt weiter treffen. Und hier die nächsten. Da kommen wieder Torps. Geschwindigkeit verringern und nach rechts einlenken und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Und jetzt konnte ich sie zerstören. Da kommen noch Torpedos. Und dann ist da nochmal eine Furutake und eine Isokase. Aufgrund dessen, dass ich die Furutake den schlimmeren Gegner finde, konzentriere ich mich auch erstmal drauf, wenn sie rumkommt. Und am besten hätte ich sie gerne mit Torpedos begrüßt, aber das geht leider nicht. Natürlich wird AP geschossen, ganz klar. Jetzt zeigt es mir auch schön ihre Seite. Dementsprechend 5 Treffer, darunter ein Zitadellentreffer. Geht jetzt aber leider aufgrund des Rauchs zu. Aber nochmal eine Zitadelle und nochmal 6. Erwidert hier das Feuer gar nicht so sehr. Und da hat sie mir aber Torpedos geschickt. Und auch hier einen Torpedo nehme ich. Habe jetzt da einen Wassereinbruch und jetzt brenne ich auch. Nochmal Zitadellentreffer. Ich habe hier nicht repariert, weil ich einfach extrem unter Ding stand. Und Torpedo-Treffer macht die weg. Weil ich extrem gefokust auf die Furutaka war. Ich habe lustigerweise jetzt gerade sogar den gleichen Flashback wieder gehabt wie im Spiel gefühlt, dass ich da so fokussiert auf die Furutaka und auf den Kill war, dass ich gar nicht repariert habe. Hätte man auf jeden Fall früher machen können, hat man sich ein paar HP gespart. Ganz, ganz klar. So, die Isokase ist weiterhin da hinten. Wurde aber jetzt zerstört. Also von dem her, hier habe ich jetzt erstmal keinen Gegner, deswegen spulen wir ein bisschen. Oben sieht man auch einen Damage-Counter mitlaufen, also bisher 75.000 Schaden, lief schon sehr, sehr fein. Und jetzt ist mein Ansinnen, mal Richtung gegnerischen Cap zu fahren. Weil da auch die South Carolina und die New York ist. So, South Carolina ist da jetzt beschießbar. Kommt auf mich zu. Und dementsprechend schickt mir mal alles an Ladung darüber. Einzelfeuer etwas genauer, deswegen dementsprechend hier Einzelfeuer repariert, aber auch gerade. Aber da 2000 Schaden.
in Brand gesteckt. Nochmal 1500. Also, das sind jetzt ganz viele kleine Nadelstiche, die ich da gerade setzen kann. Und die Schussfolge kommt hier umso besser nochmal zum Tragen. Nochmal in Brand gesteckt. Jetzt hat sie auch kein Rap-Kit mehr, die South Carolina. Und immer weiter und immer weiter drauf. Also man kann wirklich an dieser Stelle sagen, für alle, die einen Credit Maker brauchen, kann man die Murmansk definitiv empfehlen. Und da kommen noch die letzten und da kriege ich auch den Großkaliber. South Carolina ist zerstört. Der 6. Kill im Spiel. Und er schreibt auch Murmansk OP mit einem Smiley. So. Die New York. Jetzt der nächste Gegner. So, und dementsprechend, wir haben hinten keine Verteidigung mehr. Die gegnerische Murmansk und die Kongo sind gerade in unserer Richtung des Caps unterwegs. Dementsprechend meine Bitte oder meine Ansage mit Cap. Die New York hatte ein Torpedo schon getroffen. Und jetzt lagern wir auch die wieder mit HE. Also Schlachtschiffe im Kreuzer, weil ich immer mal wieder die Frage bekomme, Schlachtschiffe im Kreuzer immer mit HE beschießen. Gibt wenige Ausnahmen, die ein bisschen weicher sind, wo man auch gerne mal AP nutzen kann. Aber da kommt es natürlich auch auf eure Bewaffnung drauf an. Aber ihr seht, HE verfehlt sein Ziel an Schaden auch nicht unbedingt. Und den Unterstützer bekomme ich hier an dieser Stelle auch. Mit eben auch immer dieser Brandschaden darf man nicht unterschätzen. Gerade an einem Schlachtschiff macht er ungemein viel aus. Und wieder in Brand gesteckt. Und ihr seht, also es ist auch wieder hier viele kleine Nadelstiche, die zum Erfolg führen. Und hier hat die Isokase jetzt den zerstört. Und dementsprechend, die Furutaka ist leider weg. Also drüben jetzt noch die Kongo und die Murmansk, die da jetzt sich auf dem Weg in unseren Cap machen. Unglaublich spannend, 2500 Schaden HP, die ich da noch habe. Und da bin ich auch offen, also von dem her sehr, sehr schwierig. Beschuss entdeckt, alles offen. Die sind zu zweit im Cap, ich nur alleine. Dementsprechend muss ich schießen, um sie zu decappen. Aber auch hier, Murmansk ist in diesem Spiel einfach nicht mein Gegner. Aber jetzt konnte ich dann doch einen Treffer landen, deswegen Basisverteidigung an dieser Stelle. Und nun auf die Kongo. Die steht da. Das ist jetzt gerade ganz einfach. Ist hier stehen geblieben. Und dementsprechend kann ich jetzt hier auch mit HE da das Feuer suchen. Und konnte auch hier die Basis wieder zurücksetzen. Dementsprechend, ihr seht, wo ich jetzt stehe oder wie ich jetzt nicht hinfahre. Ich will da jetzt hinter der Insel stehen bleiben und hier drauf zu wirken, sodass ich praktisch vom Gegner weniger zu befürchten habe, aber dementsprechend selber weiterhin cappe. Nur hier nicht unbedacht aus dem Cap rausfahren. Das könnte es noch ein bisschen zerstören, aber ansonsten lief das super. Auch die gegnerische Murmansk hat jetzt da die Isokase von uns weggemacht. Also liegt es jetzt hier an mir. Und dann heißt es auch schon, you are the last hope. Aber ich bin nicht offen, die Gegner sehen mich nicht und ich kann jetzt hier dementsprechend aufgrund dessen, dass ich die Cap-Punkte dominiere, auch das hier einfach runterlaufen lassen. Murmansk ist sogar rausgefahren und dementsprechend kann ich euch verraten, wird das der Sieg sein. Das Schiff ist stark gezeichnet und ich fahre hier ein bisschen zurück
um natürlich auch wieder hier einfach noch ein bisschen Distanz zum Gegner zu bringen. Ja, dann war es das schon mit der Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Murmansk ist ein wirklich sehr, sehr tolles, schönes Schiff. Von meiner Seite wirklich auch nur empfehlenswert und ich hoffe, ihr seht es ähnlich und könnt mir ja gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu posten. Bis bald, euer Alcaramba.